bin ich hier und mein Kopf ist voller Fragen. Ich bin hier alleine mit einer zweiten Indianerin und wo sind meine Brüder? Ich weiß einfach ganz genau, dass das Ganze hier vielleicht nicht richtig ist. Was mache ich denn überhaupt hier? Ich meine, ich bin die ganze Zeit am Bau meines Hauses beschäftigt und dieses komische Metallding, was ich da gesehen habe. Ich muss der Sache nochmal auf den Grund gehen. Ich muss es wissen. Ich muss es wissen. Was spielt sich hier ab? Was spielt sich hier ab? Was ist das für ein komisches Metallding, mit dem die Leute hier angekommen sind? Was ist das? Wer sind diese Leute eigentlich? Ich glaube, ich sollte mal ein Wörtchen mit denen reden, obwohl ich diese Stadt da unten verabscheue wie sonst was. Unfreundliche Cowboys, Vorurteile gegenüber den Indianern. Das Pferd von Weasley wurde getötet. Ich bin einfach nur... Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Es enttäuscht mich schon sehr. Hoffentlich ist niemand hier. Jetzt muss ich mich zurückhalten. Denn wenn hier jemand ist und ich gesehen werde, weiß ich, wie Sheriff Takaishi wieder reagieren wird. Hallo? Hallo? Psst. Me gusta la musica, Pablo. Wieder ein neuer Einwohner. Die Stadt füllt sich. Und es werden immer mehr Feinde. Hier in der Nähe war es doch. Es war doch ganz in der Nähe der Stadt. Ich habe gesehen, sie haben es vergraben. Ich würde einfach gerne wissen, was das für ein Ding ist, was sie da haben. Ich würde einfach gerne... Ich würde es am liebsten ja dem Sheriff erzählen. Aber was soll ich denn sagen, wenn ich nicht mal selber weiß, was das ist? Och, Mann. Nein, ich stecke im Treibsand fest. Nein, nicht schon wieder. Ach, das passiert mir die Tage öfters. Och nö, immer wieder dieser Treibsand hier. Wenn man keine ordentlichen Schuhe mitnimmt, dann ist das auch ziemlich gefährlich hier. Und irgendwo hier muss es doch sein. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Es ist schon ein bisschen her. Aber... Hier irgendwo haben sie eine Höhle gegraben und diese dann verdeckt. Hier irgendwo muss er doch stehen. Irgendwo muss er doch sein. Irgendwo muss doch dieser Metallklumpen da sein. Ich meine, was ist das denn? Ist es ein Auto? Ist es eine Kutsche? Eine Kutsche aus einer anderen Zeit? Ich konnte nur irgendetwas von Zeitmaschine hören, aber ist es denn möglich, in die Zeit zu reisen? Dann sind das Aliens oder was auch immer. Nein, jetzt wird es auch noch dunkel. Wie soll ich die Dunkelheit denn überleben ohne Waffe und gar nichts? Ich hatte mir ja schon mein Zelt aufgebaut. Dann kam Chef Takaishi und verfrachtete mich ins Indianerdorf. Dort musste ich erstmal eine Weile hin. Und jetzt bin ich dabei, meinen neuen Tipi aufzubauen. Das Ganze ist aber jedoch ein bisschen kompliziert und ich sehe nichts. Es ist einfach nur dunkel. Ich nehme mal meine Fackel in die Hand. So ist es etwas besser. Hier irgendwo müsste es sein. Irgendwo. Irgendwo hier in der Nähe. Ich weiß noch ganz genau, als ich bei meinem Rundritt Jungs sah. Ich muss mit diesen Leuten reden. Die sind in der Stadt untergekommen. Vielleicht möchten sie die ganze Welt beherrschen. Vielleicht kommen die von irgendwo. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß nur, dass ich mich mit den Leuten unterhalten muss. Und ich muss schauen, was es da für ein Metallding ist und was das überhaupt kann. Hier irgendwo müsste das doch sein. Hier. Da
vorne. Da vorne, da vorne, da vorne. Es leuchtet. Okay, okay, es leuchtet. Okay. Ja, das ist dieses Ding. Das ist dieses Ding. Okay. Okay, es sieht auf jeden Fall aus wie eine Zeitmaschine. Beziehungsweise, ich habe ja keine Ahnung, wie sowas aussieht, aber ich meine, sie haben die ganze Zeit von irgendwas gesprochen. Ich meine, es sieht schon sehr deformiert aus, dieses Ding. Das erklärt, warum sie mit so einer komischen Kleidung ankam, die aus Materialien besteht, die es bei uns noch gar nicht gibt. Vielleicht kommen die Leute aus der Zukunft. Und sie wollen die Vergangenheit ändern. Ich merke mir das hier. Ich muss mir das merken. Ich muss mir diesen Ort hier merken und das Weasley zeigen. Ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause. Oh, nicht schon wieder Treibsand. Das kann es doch nicht sein. Und das so kurz vorm Ziel. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, dieses komische Metallding da. Was soll ich denn damit tun? Ich meine, ich hab ja nicht mal Beweise dafür. Vielleicht sollte ich mir irgendwie ein Teil mitnehmen oder. Ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Ich weiß es jetzt, wo steht. Und ich werde es auf jeden Fall Weasley sagen. Mittlerweile wird es auch schon wieder morgen. Ich schreibe Weasley jetzt einen Brief. Bitte melde dich. Habe wichtige Neuigkeiten. D. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo sie gerade ist. Ich schätze mal, sie ist irgendwo am Jagen. Was ich sagen kann, ich traue dem Dorf da unten nicht. Ich habe Angst vor den Leuten. Sie haben Vorurteile gegenüber Indianern, obwohl wir doch so ein friedvolles Volk sind. Ich höre da unten die ganze Zeit Schüsse oder sonst irgendwelche Bespaßigungen, wo sich gegenseitig die Kugeln in den Arm schießen, wo ich mir einfach nur denke, hey, wir Indianer, wir sind hier, um Friedfertigkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass es auch harmonievoll geht. In unserem Volk gibt es nie Streit, aber immer müssen die Cowboys uns angreifen. Ich verstehe es einfach nicht, Vor allem dieses Dorf da unten. Letztens habe ich mich noch ganz gut mit einer Bardame unten verstanden, aber ich weiß nicht, wen ich hier noch trauen kann. Ich werde jetzt mein Zelt weiter bauen und warten, bis Weasley kommt, damit ich ihr die Neuigkeiten von der Zeitmaschine erzählen kann.